Ordnung schaffen und dann auch noch halten, ist echt harte Arbeit. Es kostet nicht nur Zeit und Geld, sondern auch Schweiß. Und dann ist es immer noch die große Frage in deinem Kopf, ob sich das überhaupt alles lohnt. Ich nenne dir heute einige Gründe, warum es sich für mich und meine Familie sehr gelohnt hat. Ich bin's Alina und wir fangen auch gleich an mit dem allerersten Tipp, warum Ordnung so seinen Sinn hat und was die guten Gründe dafür sind. Nummer 1 ist einfach, du sparst Geld. Wenn du dir mal überlegst, wie oft du Dinge suchst, nicht mehr wiederfindest und dann im Endeffekt neu kaufst, dann ist Ordnung für dich vielleicht ein super Tipp, um einfach zu sagen, okay, ich weiß, wo was liegt, ich weiß, wo ich es habe und du kaufst es nicht doppelt und sparst somit effektiv Geld. Zweiter Tipp, die einfachere Handhabung. Überleg dir mal, wenn du runtergehst in deinen Keller, um an die Regale zu kommen oder auch wie bei uns im Abstellraum. Wenn im Abstellraum bei mir immer Ordnung herrschen würde, und ich sage mit Absicht würde, denn das tut es nicht immer zu 1000%, dann wäre es für mich leichter, einfach auch an die Regale ranzukommen oder auch an unsere Tiefkühltruhe, die wir auch noch zusätzlich in der Abstellkammer einfach stehen haben, weil ich dann dort die Dinge, die ich im Garten angepflanzt habe, einfach auch einfrieren kann für Herbst, Winter und Frühling, bis dann was Neues wächst. Und wenn ich dann dort wirklich Ordnung hätte, müsste ich nicht über 10 Kisten steigen, über meinen Staubsauger drüber fallen und würde einfach so viel schneller an meine Regale rankommen. Punkt Nummer 3, mehr Zeit. Und das ist wirklich ernst gemeint. Wenn du schon auf meinem Kanal länger mit dabei bist und wenn nicht, dann herzlich willkommen. Dann verlinke ich dir hier oben im i meine aktuelle Playlist, also meine Miniserie Putzen nach Putzplan. Ich habe einen Putzplan und dadurch, dass ich jeden Tag einen bestimmten Raum einfach putze, also nicht Großputz, so mit Lampe abstauben und in jede Ecke kriechen, sondern die allgemeine Ordnung. Ich habe mir das so ein bisschen aufgeteilt, meine Putzaufgaben, wann ich in die Ecken krieche und die Lampen sauber mache und so weiter, Raum für Raum. Somit spare ich mir bei dem täglichen Wohnungsputz und dem speziellen Raum dazu einfach auch eine Menge Zeit. Mich kostet jeder Raum so zwischen 8 bis 20 Minuten, je nachdem, um welchen Raum es sich handelt. Ich verlinke dir aber die Playliste einfach hier oben im jetzt aufploppenden i. Du suchst weitaus weniger, ist auch schon der Tipp Nummer 4, der sich auch auf Tipp Nummer 2 bezieht, beziehungsweise auf Tipp Nummer 1, Geld sparen. Wenn du Ordnung hast in deinen Schränken, in deiner Wohnung, in deinen Schubladen, weißt du ganz genau, wo was liegt und suchst dich nicht tot. Einfacheres Umziehen, ja. Gelegentlich zieht man ja auch mal im Laufe seines Lebens einfach um und wenn man Ordnung hat und auch ausgemistet hat und die Dinge besitzt, die man auch tatsächlich nutzt, dann ist so ein Umzug um einiges ja, leichter erledigt. Du musst nicht mehr so viele Kisten packen, schleppen, kaufen und auch nicht mehr so viel auspacken dann unterm Strich. Und von dem her finde ich, das ist das auch ein sehr guter Grund für einfach mehr Ordnung. Wenn du eine Umzugscheckliste suchst, wie, was, wo und wann, dann findest du das in der Videobeschreibung natürlich in meinem Etsy-Shop, der dort auch verlinkt ist. Sechster Tipp, weniger Stauraum. Und das hat mit mir so ein bisschen was mit dem Minimalismus zu tun. Wir sind ja 3 Personen, wohnen auf knapp 100 Quadratmetern. Und ja, ich habe festgestellt, bei dem ganzen Ausmisten, Sortieren, Ordnung machen und organisieren, ich konnte von den damaligen schweren, großen, vielen Möbeln mit so viel Stauraum umstellen, verkaufen und mir dann auch wirklich die Möbel anschaffen, die uns tatsächlich gefallen haben, weil wir einfach weitaus weniger Stauraum brauchten. Falls du einen Wohnungsvergleich suchst von 2017 versus 2020, den verlinke ich dir natürlich auch hier oben im i, denn dort kannst du ganz deutlich sehen, wie weit sich das bei uns einfach schon verändert hat durch Ordnung und ja, Organisation. Siebter Tipp, du hast es viel leichter, wenn du putzen musst und das ist wirklich wahr, es spart also nicht nur Zeit, sondern ja, du musst nicht mehr 1050 Dinge hochheben und musst nicht mehr jeden kleinen Scheiß abstauben, denn du hast einfach durch das Ausmisten, Organisieren, gegebenenfalls reduzieren und natürlich dann auch durch die Ordnung, die du dann hast, durch die Grundordnung, hast du einfach viel weniger zu putzen.
Der achte Tipp, du brauchst eindeutig weniger Möbel. Und das ist wirklich so, wir hatten hier früher in der grauen Vitrine eine Menge an Büchern, eine Menge an Krimskrams. Die ganze Wand war eigentlich mal mit einem Sideboard voll. Wie gesagt, der Wohnungsvergleich wäre da jetzt wirklich cool. Auf alle Fälle, ja, wir haben jetzt hier nur noch eine Glasvitrine stehen, wo ein paar Bücher von meinem Mann drin sind, ein paar Pflanzen. Und genau, das war's dann auch schon. Das heißt, das ganze Eck sieht dort viel luftiger und freundlicher aus und ich habe mehr Platz für meine Pflanzen, denn ja, ich bin ein Pflanzenfreak. Der neunte Tipp sind einfach, dass du weniger Stolperfallen in deinem Haushalt hast. Sind wir mal ehrlich? Hallo Güni. Sind wir doch mal ehrlich, wie oft stolperst du in deiner Wohnung über irgendwelche Dinge, die auf dem Boden liegen? Oder im Kinderzimmer über irgendwelches Spielzeug. Mit etwas mehr Ordnung, und dazu kann man auch Kinder schon sehr gut anhalten, ja, würde ich mal behaupten, sind die Unfälle im Haushalt bei uns zumindest weitaus weniger geworden, weil ich wirklich jeden Tag konsequent 20 Minuten Grundordnung schaffe. Das heißt, alles, was nicht an seinem Platz ist, wieder dorthin räume. Plus dann eben nochmal den einen Raum pro Tag in der Woche einfach durchputze. Zehnter Tipp. Mehr Sauberkeit, beziehungsweise auch weniger Staub. Ich habe schon mal ein Video gedreht zu weniger Staub im Haushalt. Das lege ich oder das packe ich dir auch hier oben ins i. Ja, wenn du weniger Möbel hast, kann sich weniger Staub festsetzen, kannst du auch weniger Staub aufwirbeln und genau, hast somit einfach effektiv weniger Staub, den du permanent durch deine Bude hinterherjagen darfst. Elfter Tipp, im Notfall einfach zu wenig Platz, um mal schnell was zu verstauen. Kennt bestimmt jeder. Wie fängt man ein sauberes Zuhause in nur 10 Minuten? Auch dazu gibt es ein Asbach-Uralt-Video, was bei euch sehr beliebt ist. Ja, ne? Wenn es dann doch mal ein bisschen explodierter ist, gerade in den letzten Wochen, so mit Kindern zu Hause, weil Kindergarten etc. zu hat, dann ist es natürlich doch dann so ein bisschen, ne, wenn dann doch mal irgendjemand klingelt, weil, weiß ich nicht, Post oder so mal schnell aus dem Weg geschoben, dass es nicht ganz so wüst aussieht, wird dann ein bisschen schwieriger und man darf ja generell eine Person bei sich zu Hause zu Besuch willkommen heißen. Gelegentlich ist dann der Platz, wenn du keine Ordnung hast, für solche schnellen Tür auf, Zeug rein, Tür zu, sehr begrenzt, was sehr schwierig werden kann. Perfektionismus. Ja, Ordnung ist dafür gar nicht mal so schlecht, weil dir dann, wenn du eine gewisse Grundordnung in deiner Wohnung hast, dir dann auch einfach auffällt, okay, da kannst du noch nachbessern. Du musst es natürlich um Gottes Willen nicht alles perfekt machen. Du musst jetzt auch nicht der Perfektionist schlechthin werden, das bin ich nämlich auch nicht. Da hinten steht schon wieder auf der berühmten weißen Kiste meine fertige Wäsche, die ich immer noch nicht weggeräumt habe. Aber dir fallen dann diese kleinen Schwächen wenigstens auf. Also ich weiß, dass das meine Schwäche ist und ich bin ganz froh, dass ich sie da noch stehen habe für dieses Video, denn es muss nicht immer alles perfekt sein und das ist auch völlig okay. Aber falls es jetzt klingeln würde, ne, auf dem Weg von unten an der Haustür bis hier hoch zu uns in den zweiten Stock, kann ich mir den Wäschekorb schnappen, schnell ins Schlafzimmer stellen, denn da geht eigentlich niemand rein, außer also unser Besuch nicht, die Postfrau fünfmal nicht und ja. Somit wäre mit diesem einen Handgriff das Ganze gleich schnell verstaut und die Ordnung ist wiederhergestellt. 13. Tipp, Qualität statt Quantität. Du brauchst einfach viel weniger Dinge. Und ich weiß, das Thema wird euch irgendwie jetzt schon mit Sicherheit zu den Ohren raushängen. So Minimalismus reduzieren, ausmisten und so weiter. Es ist aber wirklich so. Ich habe festgestellt, seitdem ich jetzt seit 2017 immer wieder ausmiste, organisiere, Ordnung schaffe. Ich stelle wirklich fest, wie wenig ich zum Leben brauche, was ich tatsächlich benutze. Und es gibt in meiner Wohnung auch immer noch unglaublich viele Dinge, die ich es noch nicht übers Herz gebracht habe, ausziehen zu lassen, zu verkaufen, zu verschenken, weil da einfach mein Herz dran hängt. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn ich weiß, ich werde eines Tages, früher oder später, an den Punkt kommen, wo ich sage, ich brauche es wirklich nicht. Und dann kann ich es in Ruhe, Frieden und mit reinem Gewissen dann noch einfach gehen lassen. 14. Tipp, weniger Streit. Und das ist mir tatsächlich auch bei uns aufgefallen. Mein Mann und ich, wir sind seit über 12 Jahren zusammen. Wir sind jetzt seit einem Jahr, noch nicht mal ein Jahr verheiratet. Aber wir haben weitaus weniger Streit hier zu Hause. Und das finde ich ist schon ein sehr, sehr
positiver Effekt, weil wir hier einfach Ordnung haben. Das ist wirklich sehr interessant zu sehen, ne? Kann ja sein, dass du das Glück hast, zu Hause zu sein mit den Kindern und dein Partner geht arbeiten. Da gab es bestimmt schon mal die ein oder andere Situation, wo dein Partner gesagt hat, boah, du bist den ganzen Tag zu Hause, warum ist es hier nicht aufgeräumt, warum ist hier nicht Ordnung? Vielleicht hast du dann geantwortet, du gehst den ganzen Tag auf Arbeit, warum sind wir nicht reich? Aber ich habe einfach festgestellt, durch die Ordnung, die ich hier zu Hause praktiziere, die ich hier zu Hause einfach ja jeden Tag schaffe, streiten wir uns weitaus weniger, weil er weiß, wo seine Sachen sind, ich weiß, wo seine Sachen sind oder wo generell alle Sachen sind. Aber es ist einfach viel weniger Frust und viel weniger Streit hier bei uns zu Hause in der Familie. Und das bietet einem so viel Lebensqualität, das finde ich absolut toll. Und es ist ein sehr harmonisches und entspanntes und ruhiges Zusammenleben hier bei uns. Was mich dann auch gleich zum nächsten Punkt bringt. Wertschätzung vom Partner oder von der Partnerin. Mein Mann sagt mir ganz oft, boah Schatz, ich bin so stolz auf dich, wie du das hier zu Hause managst. Ne? Das große C, wir waren jetzt sehr, sehr lange, seit 15. Dezember hier zu Hause mit dem Kleinen, also ich mit dem Kleinen, Homeoffice, 2 YouTube-Kanäle, 2 Etsy-Shops, meine Homepage. Dennoch, ich gehe eigentlich arbeiten, das heißt, ich habe es dann eben von zu Hause aus im Büro gemacht. Und dann noch das Aufräumen und die Ordnung. Und es ist schön, wenn man von seinem Partner oder von seiner Familie einfach gewertschätzt wird, weil man Struktur hat, weil man einen Plan hat, weil man eine gewisse Grundordnung hat, die man innerhalb, wie gesagt, von 20 Minuten pro Tag locker herstellen kann, indem man einfach nur die Dinge wieder zurück an seinen Platz räumt, wo sie hingehören. Punkt Nummer 16. Offenheit für Neues. Und das ist wirklich wahr. Seit dem ganzen Organisieren, Ordnung machen, ausmisten, minimalisieren und so weiter, habe ich mehr Zeit für Hobbys. Ich habe mehr Zeit, um mich aktiv mit meinen Stickern und mit meinem Planer zu beschäftigen. Ich habe viel mehr Zeit, mich um meine Pflanzen zu kümmern und dadurch ist auch dieses Pflanzenhobby einfach entstanden. Es wird auch bald ein Update von meinen Pflanzen geben, also eine Pflanzentour mit allen, was läuft gut, was habe ich fast getötet, weil überwässert, was ist mir runtergefallen und somit sehr winzig geworden etc. Das ist aber dann ein anderes Thema. Aber ich habe einfach festgestellt, ich habe viel mehr Zeit für Dinge, die mir Spaß machen, um einfach neue Dinge auszuprobieren, wie Zimmerpflanzen zu haben und das nicht gerade wenig. Ich glaube, wir sind an die 100 Stück oder so. Und das bietet mir persönlich einfach so viel mehr Lebensqualität und ich habe auch viel mehr Zeit, um mit meiner Familie neue Dinge auszuprobieren, was ja für uns alle einfach wirklich schön ist. Ist dann auch gleich Punkt Nummer 17, mehr Zeit für andere. Ich habe viel mehr Zeit, um mich mit meinem kleinen Mann, also mit meinem Sohn, mit unserem Liam, mit unserem 5-Jährigen, an den Küchentisch zu setzen. Ich bastel in meinem Kalender rum, er bastelt nebenher mit Stickern, die ich nicht mehr brauche oder die ich verschnitten habe am Plotter. Irgendwas kratzt hier. Interessant. Günni ist aber im Flur und es kratzt im Kinderzimmer. Auf alle Fälle, ich habe viel mehr Zeit, um mich mit meinem Kind aktiv zu beschäftigen. Ich bin nicht mehr so gestresst, ich bin einfach entspannter, was das Ganze angeht. Ich kann mich auch mit unserem Kleinen hier 2 Stunden auf den Boden setzen und ruhigen Gewissens einfach mal Lego bauen oder ihm sein Piratentrollschiff zusammenbasteln nach Anleitung. Und es ja, ist für mich Entspannungszeit pur, weil ich Zeit mit ihm verbringen kann und weil er keine gestresste Mama hat, die 50.000 Aufgaben noch im Nacken zu sitzen hat. 19. Tipp, Gäste können jederzeit kommen, wenn du Ordnung hast. Ist wirklich wahr, auch wenn es zurzeit nur einer ist. Ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Aber ich habe damit kein Problem, wenn dann jemand sagt, du pass auf, ich bin gerade in der Nähe, kann ich mal schnell vorbeikommen? Ja, das ist möglich, denn ich habe eine gewisse Grundordnung. Natürlich ist hier nicht jeden Tag jeder Raum auf Hochglanz poliert. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich kann den Wäschekorb nehmen, ins Schlafzimmer stellen und ins Schlafzimmer kommt keiner rein, außer uns als Familie. Und von dem her ist das gar nicht mal so schlecht, wenn jederzeit einfach Gäste kommen können.
und ja, auch Familie einfach mal vorbeikommen kann. Denn die muss sich nicht extra vorher anmelden, wie meine Schwiegereltern oder so. Die können ja einfach auf die Klingel drücken und sind halt dann da. Ne? Dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Aber ich muss mich nicht schämen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sehr entspannt sein kann. 20. Tipp, ich bin auch gleichzeitig ein Vorbild für andere. Gerade wenn man Kinder hat, so wie ich, der Große ist 19, der Kleine ist 5, ja, bin ich ganz ehrlich, ich bin ein Vorbild. Für meine Kinder, für meinen Partner, für unsere Freunde und das ist auch, Eigenlob stinkt, sagt man, aber da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Wenn jemand sagt, oder wenn mir jemand sagt, boah, Lena, es ist egal, wenn man bei dir vorbeikommt, bei dir ist immer Ordnung und man kann sich bei dir immer sofort wohlfühlen und das ist schon schön, ich gebe es zu. Freiheit und Luft zum Atmen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Dadurch, dass wir hier eine Grundordnung haben und Ordnung haben und organisiert und ausgemistet und so weiter und so fort und minimalisiert, ist es wirklich so, ich habe mehr Luft zum Atmen, ich fühle mich hier bei uns zu Hause, also das ist eine der ersten Wohnungen, wo ich mich hier wirklich sehr, sehr wohl fühle, sehr zu Hause fühle und auch sehr entspannt fühlen kann, weil nicht viel rumsteht außer die Pflanzen, weil alles an seinem Platz ist und ich einfach ja, Luft habe. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, aber ich finde es einfach so befreiend und sehr luftig hier bei uns zu Hause und wenn dann mal hoffentlich irgendwann wieder die Sonne scheint, dann ist das wirklich wunderschön. Ist dann auch gleich Punkt Nummer 22, diese Leichtigkeit, die ich wirklich jetzt sehr schwer beschreiben kann, denn ich kann nicht wirklich was beschreiben, ich glaube, das muss man erlebt haben. Es gibt aber auch einige von euch, die mir dann immer wieder schreiben, oh Lena, deine Wohnung ist so schön. Das ist so hell, so aufgeräumt, so luftig, so leicht und genau das ist es, wie ich leben möchte. Ich möchte mich nicht mehr zuklatschen mit irgendwelchen Dingen, die ich eigentlich nicht brauche, die den Raum drücken und kleiner machen. Unsere Wohnung wirkt größer, als sie eigentlich ist, wegen Ordnung. Bin ich ganz ehrlich, weil wir hier Ordnung haben, weil wir dezentere Möbel haben, ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dieses Loslassen und Dinge gehen lassen und Dinge, die man eben nicht mehr benutzt, verkauft, verschenkt, spendet oder wenn sie eben dann auch tatsächlich kaputt sind, artgerecht recycelt und entsorgt. Loslassen. Mir ist um vieles schon leichter geworden, wenn ich etwas loslassen soll, wenn ich etwas ausziehen lasse. Es gibt, wie ich es vorhin auch schon mal erwähnt habe, einfach Dinge, da ist es noch nicht perfekt, da kann ich noch nicht loslassen und das ist meines Erachtens nach auch gar nicht schlimm. Zum Beispiel bei den Accessoires, bei Schuhen, ganz schreckliches Thema Schuhe. Handtaschen hat gut funktioniert, da bin ich schon wirklich sehr, sehr stolz. Aber bei Schuhen und bei Schmuck ist es noch ein bisschen tricky, aber in der nächsten Folge vom Messi zum Minimalisten kümmern wir uns zumindest schon mal um Accessoires, also Schmuck. Und Uhren und ich glaube, ich habe 5 Uhren oder so, das braucht kein Mensch, aber hey, da machen wir uns jetzt dann auch mal dran. Sich von etwas Altem lösen zu können, das war zum Beispiel, ich habe ewig und 3 Tage mein ganz, ganz altes Brautkleid aufgehoben. Ich war schon mal verheiratet, lang ist es her und ich habe es ewig und 3 Tage aufgehoben, das Brautkleid, denn es war ja mal irre teuer und ja, es war, weiß ich nicht, ich kann es schlecht beschreiben, es ist mir einfach schwer gefallen, es loszulassen. Vor 2 Jahren hat es dann geklappt, ich habe es einfach ausziehen lassen und fühle mich damit um einiges wohler, weil es mich einfach nicht mehr an negative Dinge aus meiner ersten Ehe erinnert. Das war nicht nur Negatives, ist klar, ne? Gibt immer beide Seiten, aber ich fühle mich einfach um so vieles leichter und um so vieles befreiter. Das ist schon toll. Der nächste Tipp, bessere Konzentration und sich besser fokussieren können. Das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt einfach die Zeit, mich hier auf dieses Video zu drehen, zu konzentrieren oder Video drehen, zu konzentrieren. So rum besser gesagt, ich habe nichts mehr, was ich groß erledigen muss, außer besagte Wäsche, die da drüben steht. Aber mir sitzt jetzt nichts im Nacken. Ich kann jetzt wirklich ganz entspannt dieses Video drehen. Ich habe doch ein paar andere heute auf dem Drehplan.
Und es hetzt mich nicht, es stresst mich nicht, es stört mich nicht. Ich habe einfach auch so viel Zeit, die ich mir für jedes Video nehmen möchte, kann ich mir auch einfach nehmen. Und das ist sehr entspannt. Und darum kann ich hier auch bei diesem Video heute mal ein bisschen länger wieder ausholen. Von den Erklärungen her und von meinen eigenen Erfahrungen her. Denn es hetzt und stresst mich einfach nichts. Und ich habe einfach mehr Zeit dafür. Ein weiterer Grund für Ordnung. Meine Produktivität hat sich erhöht. Und das ist wirklich so, ich kriege alles im Homeoffice zügig und schnell abgearbeitet, was ich abzuarbeiten habe. Danach habe ich nämlich Feierabend von meinem regulären Job und kann mich dann um meine Dinge kümmern. Also meine YouTube-Kanäle, meine Etsy-Shops, Bestellungen für euch fertig machen, die zur Post bringen, einkaufen, Kind abholen aus dem Kindergarten. Er hat jetzt seit 15. Februar hat er ja wieder offen. Aber ich habe einfach mehr Produktivität in mein Leben gebracht durch mehr Ordnung. Das klingt absolut verrückt, denn der Arbeitsaufwand, um diese Ordnung erstmal herzustellen, ist natürlich ein Prozess. Dauert seine Zeit, ist zeitintensiv, aber es erhöht sich danach so sehr die Produktivität, dass ich heute zum Beispiel 4 Videos am Stück drehen kann, weil ich alles andere schon erledigt habe, bis auf Wäsche. Ich bin auch um einiges konzentrierter, seitdem ich eine gewisse Grundordnung habe und mein Zuhause hier sehr gut im Griff habe mit dem Haushalt. Das ist wirklich so, also die Konzentration, ich bin, oder in meiner Kindheit muss man ja sagen, so schultechnisch, war ich eher so der ADS-Typ und ist nie behandelt worden, ist nie was gemacht worden. Ich war halt einfach, ne, so der typische Satz im Zeugnis, Alena lässt sich sehr leicht ablenken. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil ich einfach mehr Ordnung habe und mir das mehr inneren Frieden und mehr innere Aufgeräumtheit gibt. Und ja, von dem her, Konzentration ist alles. Ich habe auch einfach mehr Zeit für mich. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und das tun, was ich gerne mache. Ich kann aber auch zum Beispiel, wenn alles erledigt ist, mir auch einfach aktiv Zeit für mich nehmen. Ich kann in meinem Planer rummalen, ich kann mich um, ja, mich kümmern, wenn ich das möchte. Ich kann, rein theoretisch könnte ich mir eine Badewanne einlassen und einen Kaffee trinken und eine Gesichtsmaske auflegen, wenn ich das denn möchte. Die Zeit dafür, für mich, habe ich. Es ist nicht mehr, dass ich sagen muss, ich muss mir jetzt irgendwo mal schnell 5 Minuten freischaufeln und was anderes bleibt liegen, damit ich mich um mich selbst kümmern kann, um mir mal einen Ansatz zu färben, der es dringend wieder nötig hätte, um mir meine Nägel selber zu machen. Diese Zeit muss ich nicht mehr irgendwo anders abknapsen, denn ich kann sie mir einfach nehmen und dann ist das auch eigentlich eine sehr schöne Angelegenheit. Was auch ein weiterer Vorteil von mehr Ordnung zu Hause ist, ich kann meine Aufgaben mit Ruhe erledigen. Ich brauche mich nicht mehr abhetzen von Raum zu Raum, von To-Do zu To-Do, von Aufgabe zu Aufgabe. Ich kann mir die Zeit lassen. Ich kann, wie ich es mit euch jetzt auch mache, bei meinem Putzen nach Putzplan, wir putzen in Echtzeit und ich wirbel nicht wie eine Begaste durch den Raum, sondern ich mache es entspannt. Ich habe Zeit, das zu tun. Es stört mich nicht, ob der Raum dann 3 Minuten länger dauert oder ob ich 5 Minuten schneller fertig werde, aber ich habe einfach mehr Ruhe, um meine Aufgaben zu erledigen. Ein weiterer Tipp sind auch Glück und Freude. Ihr sagt immer, ich bin so gut gelaunt und das liegt tatsächlich bei mir zumindest. Erstens bin ich so ein Mensch, der immer gut gelaunt ist. Wenn ihr meinen Geburtsnamen kennen würdet, dann würdet ihr sagen, der passt wie Faust aufs Auge, den ich jetzt hier nicht sagen werde. Auf alle Fälle, ich habe einfach mehr Freude. Ich bin glücklicher, weil ich, ja, entspannt bin. Und ich war früher sehr gestresst, sehr emotionsflexibel, sehr unausgelastet, sehr unausgeglichen. Und das ist einfach jetzt nicht mehr so. Und das durch dieses ganz einfache Ordnung, Organisation, Ausmisten, Reduzieren, Minimalismus, ist völlig egal, wie du es nennst. Ich bin glücklicher. Und das ist nicht, weil ich losrenne, um mir Dinge zu kaufen, die mich glücklich machen, kurzfristig gesehen, sondern weil ich eigentlich alles habe, was ich brauche und weil es wirklich die Ordnung ist, die mich glücklich macht. Und das ist so schön. Ich bin auch nicht mehr gestresst und überfordert wie früher. Es war schrecklich. Ich hatte vor, ich glaube, 8 Jahren war es, ein Burnout, der mich 1,5 Jahre meines
Lebens gekostet hat und dass es wirklich meines Lebens gekostet, denn ich war nicht mehr in der Lage, Post zu öffnen, ich war nicht mehr in der Lage, einen Teller in den Geschirrspüler zu stellen. Ich war überfordert und gestresst mit meinem Job, mit meinem damaligen, mit dem Haushalt, den Kleinen gab es damals noch nicht, damals habe ich noch Hunde gezüchtet, aber es war wirklich, Burnout war ein großes Thema und ich habe festgestellt, dass diese Ordnung und diese Ruhe in den Räumen und auch dieses sehr angepasste Farbschema, was mir zusätzlich Ruhe schenkt, ich nicht mehr überfordert bin. Ich nicht mehr dieses Gefühl habe, wenn der Kleine um die Ecke kommt bei einem Video, wie ihr es schon ein paar Mal gesehen habt, ich wäre früher aus der Haut gefahren. Ich wäre früher wirklich sehr genervt gewesen. Das habe ich jetzt alles nicht mehr. Und das ist auch ein Punkt, den ich hier unbedingt erwähnen wollte. Ich bin auch weitaus weniger erkältet durch die Ordnung. Bei uns war es noch nie dreckig. Es war auch noch nie groß unordentlich. Es gibt auch mal Tage, wo ich euch mitnehme beim Ordnung machen und beim Putzen, wenn es aussieht, als wäre es explodiert, weil auch wir leben hier und auch wir räumen nicht sofort jeden Handgriff weg, Wäsche oder auch mal einen Teller, wenn der Geschirrspüler frisch gewaschen ist und eigentlich ausgeräumt gehört. Manchmal haben wir auch am Abend keine Lust dazu. Und manchmal habe ich dann auch keine Lust dazu. Aber es ist nicht mehr so, dass es Überhand gewinnt, sondern es sind wirklich Dinge, die ich in 20 Minuten pro Tag an seinem Platz erledigen kann. Und das ist einfach, ja, sehr entspannt dann somit. Und das finde ich auch nicht schlimm. Mir ist es durch unser sehr gedecktes Farbschema, weiß, Holz, Pflanzen, Grau, einfach möglich, sehr viel Kraft und Energie aus meinen eigenen vier Wänden zu ziehen, was mir sonst ein Spaziergang in der Natur gebracht hat. In der Natur war es für mich, wenn ich früher Spaziergänge gemacht habe, im Wald etc., bei Regen war es ein bisschen blöd, oder bei Schnee und bei ganz eisigen Temperaturen, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt so die Möglichkeit geschaffen, mir hier zu Hause durch das Farbschema, durch die Pflanzen, jeden Tag, hier bei uns zu Hause, Ruhe, Entspanntheit und Gelassenheit und auch Energie tanken zu können, was früher, 2017 zum Beispiel, in der alten Wohnung für mich nur sehr schwer möglich war. Denn es war sehr dunkel, sehr gedrückt, sehr viel Kram, der mich unglaublich an Energie gekostet hat. Ich bin auch weitaus weniger frustriert und habe weitaus weniger Gedanken, also negative Gedanken oder Unzufriedenheit. Das ist sehr angenehm, muss ich sagen, denn ich bin durch die Ordnung tatsächlich weitaus gelassener, glücklicher, fröhlicher und entspannter. Ich empfinde mehr Ordnung oder unsere Ordnung einfach auch als sehr großen Komfort. Es ist nicht nur, dass wir jetzt hier ein Designer-Sofa stehen haben vom Belliani für 800 Tacken. Würde ich auch so nicht nochmal kaufen, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, man hat einfach dadurch, dass man mehr Ordnung hat, weniger Zeit verplempert und vor allem weitaus weniger Geld verplempert mit Dingen neu kaufen, weil man das Alte nicht mehr findet, da war das eben auch mal drin. Und ja, das Kinderzimmer vom Kleinkind oder vom Baby- oder Kleinkinderzimmer auf Kinderzimmer einrichten, das hat ja auch Geld gekostet. Oder eben auch die Wohnung hier Stück für Stück neu einrichten. Raum für Raum, ganz in Ruhe mit Sparen etc. Budgetvideos findest du im Übrigen auch hier oben verlinkt. Es hat einfach so viele Vorteile und ich konnte mir den Luxus, ich könnte es immer noch, aber ich bin gerade so sehr zufrieden, wie es ist. Ich mag es, wenn ich den Luxus mir leisten könnte, aber nicht muss. Also das heißt, ich kann mein Geld effektiv sparen, weil ich das, was ich haben möchte, habe ich qualitativ gut, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht, ne, wir haben jetzt hier, sonst sind auch hier nur Möbel von IKEA. Aber auch bei IKEA gibt es ja Unterschiede von der Qualität und den Preisklassen her. Natürlich haben wir gespart. Natürlich habe ich geknapst an verschiedenen Stellen, damit ich mir das einfach auch leisten kann. Und ich mag es aber, diesen Komfort im Moment so genießen zu können, was nicht bedeutet, dass du mit, ich habe zum Beispiel hier im Wohnzimmer keine Bester-Hängeschränke, auch nicht im Bad. Es sind die Method-Küchenschränke mit den Hegewie-Fronten. Es sieht aus wie Bester,
kostet aber nur ein Drittel und ich habe auf diese Küchenschränke, die ich hier im Wohnzimmer hängen habe, 25 Jahre Garantie. Also auf unsere Wohnzimmermöbel 25 Jahre Garantie, weil es Küchenschränke sind, in unserem Bad 25 Jahre Garantie, weil es Küchenschränke sind und auch in unserer Küche, denn es ist eine Küche. Und es sind die Küchenschränke. Drum aber, es ist ein Drittel des Preises gewesen, anstatt sich Besta zu holen. Aber ich habe einfach weitaus längere Garantie und es sieht exakt genauso aus. Falls ich es nicht schon erwähnt habe, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, ich habe einfach mehr Zeit für Hobbys. Ich kann mir ein Hobby zulegen, wie zum Beispiel meine Zimmerpflanzen, denn die abzustauben, das habe ich erst letztens gemacht und mit ein bisschen Öl abgerieben, damit die Blätter wieder schön glänzen und der ganze Staub runterkommt und ich einfach auch gewissen Schädlingen vorbeuge, wenn man das mit Öl macht. Ich habe dazu dieses Mal ganz normales Rapsöl genommen, kein Neemöl und auch kein Kokosöl. Ich hatte jetzt gerade nur aktuell Rapsöl da und das funktioniert auch sehr gut. Und das hat mich zum Beispiel letzten Sonntag 3 Stunden gedauert. Ich habe jede Pflanze, jedes Blatt habe ich hier zu Hause abgestaubt. Und bei knapp 100 Zimmerpflanzen ist das schon ein ganz schöner Akt. Aber ich kann mir diese Zeit einfach nehmen. Und ich habe diese Zeit, die früher für dieses Hobby einfach nicht da gewesen wäre. Und das macht mich unglaublich glücklich. Ich habe auch mehr Zeit zu lachen. So wie jetzt in diesem Moment. Ich kann mir einfach die Zeit nehmen, es zu genießen, was mich sehr glücklich macht. Und ich bin mittlerweile ein sehr glücklicher, sehr positiver Mensch. Beim Burnout war das nicht der Fall. Oder ich war es auch vor dem Burnout nicht. Also ich würde mich vor dem Burnout und vor dem aktuellen jetzigen Ist-Stand, auch 2017, würde ich mich nicht als sehr glücklichen, zufriedenen und fröhlichen Menschen beschreiben wollen. Denn es war einfach nicht so. Ich habe mich nie so gefühlt und es war für mich einfach immer sehr, sehr schwierig, einen sehr positiven Eindruck und einen sehr fröhlichen Eindruck zu machen. Das war zu 99% Fassade und jetzt lebe ich's. Es ist unbegreiflich und klingt total hirnverbrannt, aber es ist schön und es macht mich so glücklich, so frei, so gut gelaunt, dass ich das so unglaublich gerne einfach auch mit dir hier auf diesem Kanal teilen möchte. Und es ist mit Arbeit verbunden und es ist mit jedem Tag was tun verbunden. Es wäre so schön, wenn man einmal Ordnung schafft und die würde immer so bleiben, aber wahrscheinlich muss man dann dazu Single sein und nichts mehr anfassen und nur noch essen gehen und nie wieder Wäsche tragen. Aber ja, es ist mit Arbeit verbunden, aber die macht glücklich komischerweise. Letzter Punkt, Veränderung, und das ist jetzt so mein kleiner Appell an dich nach diesem sehr langen Video. Mut zur Veränderung. Und die Veränderung wird passieren. Ihr schreibt mir oder einige von euch fragen mich auch ganz oft, wie man am besten anfängt, wo man am besten anfängt. Dass es immer noch sehr schwer ist, loszulassen. Ja, das ist normal. Das ist ein Prozess. Du veränderst dich mit der Zeit. Bei mir kam das auch nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, ich habe 2017 angefangen und jetzt haben wir 2021. Der nächste Vergleich von 2020 versus 2021 ist so für den Sommer geplant, dass ich den mache, denn es hat sich auch wieder einiges verändert bei uns. Es hat sich einiges wieder minimiert. Die Pflanzen wachsen, mal abgesehen davon. Aber Mut zur Veränderung. Du musst es nicht von heute auf morgen schaffen. Das habe ich auch nicht geschafft. Bei mir dauert es jetzt schon 4 Jahre oder ich bin im 4. Jahr. Und einfach anfangen. Hab den Mut anzufangen. Ist es eine Schublade? Völlig okay. Ist es ein Regalbrett? Völlig okay. Schaffst du einen ganzen Schrank? Völlig okay. Schaffst du einen kompletten Raum? Bombe! Muss aber nicht sein. Du wirst feststellen, wie oft, ich bin ja, wenn du auf meinem Kanal schon länger mit dabei bist, wirst du auch feststellen, wie oft ich die Räume ausmiste. Und ich finde immer noch Dinge, die ich ausmisten kann, auch nach 4 Jahren. Man darf es echt nicht glauben. Ich glaube, ich habe in diesen 4 Jahren 80% unseres Hausstandes bereits verschenkt, gespendet, verkauft, entsorgt. Und es findet sich immer noch was. Denn es ist nicht so, dass nie wieder was dazukommt. Auch bei uns kommen Dinge rein. Auch ich kriege Dinge zugeschickt, die ich teste, wo ich dann andere Dinge ausziehen lasse, wenn sie eben nicht an das ranreichen, was ich bekommen habe.
Wenn die Sachen gut sind, teile ich sie mit euch in diesen Haushaltshelden-Videos. Es gibt auch Dinge, die ich mir selbst bestelle, wie zum Beispiel der Sprühmop, mit dem ich zurzeit so bin, weil der einfach genial ist. Haushaltshelden-Video kommt auch bald. Und dafür ziehen dann natürlich andere Dinge aus, wie zum Beispiel meinen Wischmopp von Bileder. Brauche ich nicht mehr, weil ich habe einen Dampfreiniger und diesen Sprühmopp. Also drei Dinge brauche ich auch nicht. Und das ist wirklich so der Punkt, den ich dir abschließend an die Hand geben möchte. Fang einfach an, die Veränderung passiert von ganz allein und du bestimmst das Tempo und du kannst dich einteilen, wie du das möchtest. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Annie.